Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wie versprochen bin ich dem Weg vom Kloster bis hin zu diesem magischen Feldkrieger offscreen gelaufen. Und ja, hier stehen wir. Da vorne ist das gute Stück. Ich versuche mir ein bisschen näher ranzuschleichen. Ich würde den nämlich gerne von hinten überfallen, sag ich mal. Ich kann bei dem Ding jetzt auch nicht einschätzen, ob er uns anguckt oder nicht. Was ich aber mal mache ist, ich speichere einmal vorher. Nicht, dass ich den Weg nachher noch mal laufen muss. Das wäre ein bisschen blöd. Ah, hier komm, weißt du was? Komm, den schnapp ich mir jetzt. Ich hoffe, das wird ein One-Hit. Und BÄM! Das war ein One-Hit, liebe Freunde. Da ist nichts zu holen. Nichts? Oh, ein Trank. Aha. Nichts zu plündern. Noch ein Trank? Hätte er keinen Beweis irgendwie nichts dabei? Zu plündern. Tja, mit dem magischen Hammer kein Problem. Einmal draufschlagen und weg ist die Sau. Langschwert. Oh, eine Spruchrolle. Noch ein Trank. Wie viel hier rumliegt. Oh, eine Joachenwurzel. Sehr selten. Na, da hat er sich ja ein nettes Örtchen ausgesucht. Mal gucken, ob hier noch irgendetwas rumliegt. Ja, hier haben wir noch ein bisschen was. Da ist nichts zu holen. Da sehe ich doch auch noch was. So. Tja, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir können uns auf den Rückweg machen. Dazu wechsle ich mal ganz schnell die Waffe. Was haben wir denn hier? Wie gut ist denn das Langschwert? Schaden 85. Können wir das nehmen? Nee. Okay. Ich wechsle mal wieder auf unseren Degen. Weil, wie gesagt, dieser Hammer, der ist halt nur für diesen Golem da, also bei anderen Wesen. Können wir damit relativ wenig ausrichten. Aber so einen magischen Golem, zack, one hit down. Oh Mann, ich freue mich. Jetzt haben wir endlich alle drei Prüfungen geschafft und können ein richtiger Feuermagier werden und bekommen zum Beispiel so eine richtig geile Robe. Ich finde, die sieht da richtig schön aus. So. Ich habe eben beim Hinlaufen gesehen, dass wir diese ganzen Sachen hier noch nicht mitgenommen haben. Die stecke ich mir mal gerade ein. So. Und dann gehe ich mir wieder eine Runde schwimmen. Ups. Wo bin ich denn hier letztes Mal nochmal an Land gegangen? War das nicht hier? Na komm. So, dann heißt es jetzt wieder ratschnell zum Kloster zurücklaufen und den dritten Feuermagier, ja, zu sagen, hier, wir haben es geschafft, wir sind nun auch einer der hohen Tiere da. Dann können wir, glaube ich, auch endlich zum Paladin-Meister da in Kurinis,
Weil Feuermagier dürfen da ja rein zu einer Audienz. Und wir haben ja nach wie vor das Anliegen, dass wir das Auge Inos möchten und noch so ein anderes Artefakt. Irgendwas mit Belia. Aber okay, mal gucken. Man darf ja nicht vergessen, der Krieg steht kurz bevor. Die Drachen stehen mit einer riesigen Ork-Armee im Minental. Und ja, es gibt angenehmere Situationen. So, Moment, eins ist mir beim Hinweg auch noch aufgefallen. Und zwar, als ich an dem Busch da vorne vorbeigelaufen bin, genau da, wo ich jetzt gerade drauf zurenne, ja, das sehe ich jetzt auch schon von hier. Hier habe ich doch was übersehen, oder? Oder war das ein Busch weiter? Ich meine, ich habe hier irgendwas übersehen, was hier war. Ha. Wo war das denn nochmal? Ich bin doch eben gerade dran vorbeigelaufen, das kann es doch nicht sein. Oder war das der da? Ah, hier, Waldbeeren, genau. Zack und zack. So, waren das alle? Ja, komm, passt schon. So, dann sprint ich mal geschwind zurück zum Kloster. Und dann wollen wir mal sehen. Wir haben ja noch 10 Lernpunkte haben wir ja noch. Die Feuerfallrune zu erschaffen hat uns leider 5 gekostet. Wir mussten es machen. Normalerweise hätte ich diese dämliche Rune nicht erschaffen, weil die ist einfach viel zu scheiße. Aber okay. Mal gucken. Ich dachte eigentlich, wenn man diese einzelnen Runenkreise beherrscht, dass man dann irgendwie die Runen umsonst schaffen, erschaffen kann. Aber wenn man jede Rune einzeln erlernen muss mit, was weiß ich, 5 Trainingspunkten, wenn nicht sogar noch mehr für die hohen, dann, ja, könnte das ein bisschen teuer werden. Aber gut, allein so eine Rune für ein Goblin-Skelett erschaffen, das wird sich ja schon richtig lohnen. Man hat ja gesehen, diese beiden Novizen, die uns da begegnet sind auf dem Rückweg, die uns angreifen wollen, die hatten beide keine Chance gegen ein Goblin-Skelett. Das hat die eiskalt abgezogen. Also allein schon das Ding wird sich richtig lohnen. So, da ist auch schon die Brücke. Oh Mann, endlich, endlich, endlich. Also ich hatte die Prüfung des Feuers irgendwie anders in Erinnerung. Aber jetzt, wo ich diesen Hammer gefunden habe und eingesetzt habe, ja klar, jetzt erinnere ich mich wieder. Genau so ging das damals. Naja, ist ja schon lange her. An alles kann ich mich hier auch nicht mehr erinnern. Eigentlich an so gut wie gar nichts. So Leute, ich würde mal sagen, ihr könnt einen neuen Mega-Magier in euren Reihen begrüßen. Meine Meinung kennst du ja schon. Ich erzähl. Na, ihr beiden Novizen, guten Tag. Ich habe den Golem besiegt. Was? Du hast es tatsächlich geschafft? Aber ohne den Hammer von Inos hättest du den Golem nie vernichten können. Dennoch muss ich dir zugestehen, dass du die Aufgabe erfüllt hast, vor die ich dich gestellt habe. Mhm. Und den Hammer nehme ich mal besser an mich. Ja, mach das mal. Den brauche ich eh nicht mehr. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, ich bin jetzt eigentlich fertig, ne? Werde ich jetzt in die Gilde der Magier aufgenommen. Du hast es geschafft. Du hast die Prüfung des Feuers bestanden. Woohoo. Wir waren uns sicher, dass du es schaffen würdest. Na klar, jetzt auf einmal. Wie wir sicher sind, dass du weiterhin alles daran setzen wirst, ein würdiger Diener Inos zu werden. Wenn du also bereit bist, den Schwur des Feuers zu leisten, wirst du als Magier in unseren Reihen empfangen. Ja, komm, ich schwöre. Ich bin bereit, in den Kreis des Feuers zu treten. Gut,
Dann schwöre den heiligen Eid des Feuers. Schwörst du vor dem allmächtigen Herrn Innos, seiner Diener und der heiligen Flamme, dass von nun an und auf ewig dein Leben mit dem Feuer verbunden ist, bis dein Körper und dein Geist Ruhe finden in seinen heiligen Hallen und das Feuer ja, des Lebens erlischt? Ja. Ich schwöre es. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Nun, da du in unsere Reihen aufgenommen wurdest, kannst du mit Lord Hagen, dem obersten Befehlshaber der Paladine, sprechen. Wir sind ebenfalls sehr interessiert daran, wie er die Situation beurteilt. Also steht es dir nun frei, nach Corinis zu gehen. Wir erwarten, dass du uns unverzüglich seine Antwort bringst. Okay. Was kann ich nun alles lernen? Zunächst mal ist es dir nun möglich, die magischen Kreise zu erlernen. Sie gewähren dir die Macht, die Runen anzuwenden. Je höher du in den 6 magischen Kreisen aufsteigst, desto mächtigere Zauber kannst du wirken. Die Formeln lernst du bei den Brüdern im Kloster. Jeder hat sich auf ein Gebiet spezialisiert, das er dich lehren wird. So ist Karas ein Meister der Anrufungen und Beschwörungen. Und Hyglas wird dich die Magie des Feuers lehren. Niemand versteht sich besser auf die Mächte von Eis und Donner als Marduk. Harlan kann dich verschiedene andere Sprüche lehren. Und er wird dich in die ersten Kreise aufnehmen. Aber jeder von ihnen lehrt dich nur die Formel. Die Runen musst du selbst erschaffen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo man diese Runensteine herbekommt. Ich möchte einen Wunsch äußern. Mhm. Ich möchte einen Wunsch äußern. Jedem Magier steht nach seiner Aufnahme das Recht der ersten Tat zu. Also, was soll deine erste Tat als Magier sein? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was kommt. Das können wir jetzt machen. Jetzt können wir einen dieser beiden Quests erfüllen, aber nur einen. Dieser Durian hat ja irgendwie Mist gebaut und soll deswegen das Kloster verlassen. Und der andere, der will schon so lange in die Bibliothek, aber darf einfach nicht. Tja. Wir haben ja beiden zugesagt, dass wir ihm helfen. Aber ich sag mal so, wenn dieser Durian Scheiße gebaut hat, dann soll er das jetzt mal auslöffeln. Hier, komm, das hier. Der Novize Opolos soll Zugang zur Bibliothek bekommen. So soll es geschehen. Der Novize Opolos wird ab sofort die Schriften Innos studieren. Alles klar. Juhu, hammergeile Robe. So, mit dem anderen Typen, ich weiß nicht, ist das jetzt bei uns als fehlgeschlagen hier? Gescheiterte Mission? Nee, erst wenn wir den anquaken, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal nicht. So, wo ist denn Opolos? Opolos? Hallo? Bist du schon hier? Wo ist der Typ denn jetzt? Ist der noch am Fegen? Babo. Haben wir den jetzt schon erfüllt oder? Nee, wir müssen Opolos noch finden. Wo ist denn der Spacko jetzt? Der ist doch sonst mal hier bei den Schafen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Das ist doch alles nur ich handle stets in Innos. Naja. Kleine Sekunde bitte. Ich bin mal für ein paar Sekunden AFK. So. Also er war das ja, der uns diese Kreise lehrt. Ich würde mal sagen, mit dem labern wir mal. Unterrichte mich. Du kannst momentan nichts von mir lernen. Wie? Willst du mich verarschen? Zeig mir deine Ware. Was verkaufst du denn? Goblin-Skelett erschaffen? Ja, das habe ich selber noch. Verdammt, ich hatte eigentlich gehofft,
dass er ein paar Runensteine verkauft. Wir können ja schon mal... Ach, Moment. Ach, Opolos, da bist du ja. Hallo. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich werde diese Chance nutzen und viel lernen. Aber du hast jetzt sicher keine Zeit, dich mit einem einfachen Novizen zu unterhalten, Meister. Oh, Meister. Okay, wo steht denn das mit dem ersten Kreis? Ist der das? Der erste Kreis, so, was können wir denn da alles lernen? Feuerfall, ja, die haben wir ja leider schon. Goblin-Skelett, okay. Wir brauchen also die Schriftrolle Goblin-Skelett, das haben wir. Einen Runenstein, einen leeren, das haben wir noch nicht. Und die Knochen eines Goblins, haben wir die denn schon? Ups. Hallo, mach zu. Die Knochen eines Goblins. Ha. Wie? Wie, wir können die Rune des ersten Kreises immer noch nicht anwenden? Soll es ein Scherz sein? Verdammt, wir müssen die... Oh mein Gott. Ich dachte, wir müssen nur die... Oh, das wird teuer, Freunde. Das wird teuer. Wir müssen einmal lernen, die Rune an sich zu erschaffen. Und dann müssen wir noch diese einzelnen magischen Kreise lernen, um die auch anzuwenden. Oh mein Gott. Na komm, das schaffen wir schon. So, was haben wir denn hier alles? Haben wir zufällig irgendwie Knochen eines Goblins? Wir haben doch schon gegen einige gekämpft. Oh, das sieht nicht gut aus. Ne. Da kommt mir aber eine Idee. Wir haben ja noch eine so eine Schriftrolle für ein Goblin-Skelett. Und er verkauft ja auch noch eine. Ich glaube, die kaufen wir uns mal. Und dann setzen wir eine ein, machen das Skelett platt, holen uns die Knochen von dem. Und dann haben wir schon mal eine Zutat. Hey, du. Gut, ne? Zeig mir deine Ware. So, hier. Die Schriftrolle klaue ich mir mal eben. Ja, was ist klauen? Ich kaufe sie mir. So. Die Frage ist, haben wir gegen so ein Goblin-Skelett überhaupt eine Chance? Ich glaube nicht. Naja, aber wir können erstmal etwas anderes machen. Und zwar können wir jetzt mit Lord Hagen in Kurinis reden. Und ich glaube, genau dorthin werden wir auch mal gehen. Vielleicht kriegen wir ja schon das erste von zwei Artefakten, was wir brauchen. Das Auge Inos. Und ich glaube, dann dürfen wir endlich ins Minental, einer weiteren Region. Und ich sag mal so, das ist eine ziemlich üblere Region. Dagegen ist das hier alles noch Kindergarten. Also im Minental, da kann man alle paar Meter sterben. Hier kann man einfach durch die Gegend laufen. Hier ist totaler Frieden teilweise. Aber das Minental, puh. Ihr werdet bald schon sehen, was ich meine. Das ist natürlich blöd, dass wir die Feuerfallrune jetzt noch nicht einsetzen können, weil wir den ersten Kreis noch nicht beherrschen. Sonst hätte ich gesagt, versuchen wir mal den Banditen da oben, der mit dem Bogen da noch rumschießt. Dann schießen wir ihn mit unserer Rune ab, während wir seinen Fallen immer ausweichen. Aber okay, machen wir erstmal das mit Lord Hagen. Das ist jetzt wieder ein bisschen Rumgerenne, aber ich kann es nicht ändern. Das ist nun mal Gothic, da muss man viel laufen. La. Aber ich finde, die Robe, die macht schon was her. Und jetzt sind wir endlich kein kleiner Knilch mehr. Nee, der eine Novize hat uns ja schon Meister genannt.
nur mit diesem Thema Runen erschaffen und die Runenkreise lernen, muss ich mich noch ein bisschen mit beschäftigen. Also, wenn man eine Rune herstempeln, muss man Lernpunkte abgeben. Aber wenn man dann Runen von den verschiedenen Kreisen auch anwenden will, muss man nochmal Lernpunkte bezahlen. Das ist natürlich scheiße teuer. Wir haben allein für diese Rune des ersten Kreises, diese Feuerfallrune, 5 Lernpunkte gelassen. Nur um sie zu erstellen. Anwenden können wir sie immer noch nicht. Oh mein Gott, das wird teuer. Das wird teuer. Was sagst du hier eigentlich? Hier, wir sind jetzt ebenwürdig, sag ich mal. Nichts. Ach, leck mich. Er sollte lieber den Mund halten. Hat er eigentlich schon neue interessante Ware vielleicht für uns? Zeig mir deine Ware. Wir könnten natürlich jetzt auch hier so ein paar Mana-Tränke gebrauchen, so ein paar. Ich kaufe mal so 3 kleine Mana-Tränke bei ihm. Die brauchen wir jetzt auch. Feuerpfeil, ja, das brauche ich nicht mehr. Ich habe eine Rune, die kann ich so oft einsetzen, wie ich will. Wenn ich sie mal beherrsche, boah, Feuerring, das ist natürlich auch übel. Kleiner Feuersturm, boah. Ich habe was anderes gehört. Feuerregen, das wäre natürlich übel. Ach, erzähl mir nicht sowas. Na komm, ich gehe erstmal zu Lord Hagen. Mal gucken, was der so zu erzählen hat über die bevorstehende Drachen-Ork-Invasion. Beziehungsweise, hier, Watras. Altes Haus. Guck mal, meine Roman. Hey, du. Lol. Egal. Er könnte uns hier mal heilen. Kannst du mich heilen? Du bedarfst zurzeit nicht der heilenden Magie. Wie? Ich habe doch kein volles Mana. Ach Leute, das muss aber noch besser laufen in Zukunft. Auch geil, ein Magier, der mit einem Degen bewaffnet durch die Gegend läuft. Er hat auf die falschen Leute gehört. So, Leute. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Eigentlich müssen die mich ja jetzt reinlassen. Als Feuermagier darf ich da rein. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Ich bin ein Magier des Feuers. Ja, natürlich. Verzeih mir, Erwählter. Aber ich erfülle hier nur meine Pflicht. Ja, ja, ist okay. Knilch. Aha. Ein Ritter. Albrecht. Wer bist du denn? Ich muss mit Lord Hagen reden. Er ist im großen Saal, direkt geradeaus durch. Was immer du von ihm willst, fasse dich kurz, er hat viel zu tun. Kannst du mir was beibringen? Ich unterweise nur Paladine. Ich habe schon von dir gehört. Aha, da ist er. Lothar hat mir berichtet, dass du mich sprechen willst. Du bist der Fremde, der das Auge Inos gefordert hat. Mhm. Ich bin Lord Hagen, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Inos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Was weißt du über das Auge Inos? Es ist ein göttliches Artefakt. In den alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Inos es tragen kann. Ich bin ein erwählter Inos. Dann wird es dir vielleicht möglich sein, das Amulett anzulegen. Ja, wo ist es denn? Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt.
Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Bist du blöd? Er sagt selber, der Pass wird von Orks bewacht. Und jetzt fragt er mich allen Ernstes, ob da wirklich eine Armee des Bösen steht. Sag mal, ist der irgendwie behindert? Warum seid ihr nach Korinnes gekommen? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Unser Befehl kommt direkt von König Roba. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. Sie ist der Grund unserer Anwesenheit. Glaub mir, von denen ist nicht mehr viel übrig, Kollege. Was machen deine Männer im Minental? Ich sehe keinen Grund, dir das zu verraten. Aha. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Falls sich deine Worte bestätigen, wenn du wüsstest, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Enos aushändigen. Das Auge Enos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast es. Okay, Kollege, Deal. Wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Doch du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Möge Enos dich schützen. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, weil die Sequenzen bei Gothic nimmt mein Fraps nicht auf. Auf jeden Fall stand da gerade Kapitel 2. Ja, wir haben erfolgreich das erste Kapitel in diesem Spiel abgeschlossen und sind jetzt in Kapitel 2, wo wir ins Miedental können. Hat er uns jetzt eigentlich so einen blöden Schlüssel gegeben? Schlüssel. Vorratsklammer im Kloster, bla bla bla, Banditen. Naja, wird er schon. Ach da, ein kleiner Schlüssel. Okay. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, wie wir das erste... Hey du, wow. Warte mal. Du willst dich doch auf dem Weg ins Minental machen, richtig? Ja. Ich schlage dir ein Geschäft vor. Du berichtest mir, wie es dort um das Erz steht, und ich besorge dir dafür einen Runenstein. Ich werde sehen, was ich machen lässt. Ein Runenstein? Hat er gerade Runenstein gesagt? Okay, das mache ich doch sehr gerne. Wie steht es um die Erzvorkommen im Minental? Okay, Kollege, ich finde es raus und du gibst mir einen Runenstein. Da brauchen wir echt noch die Knochen eines Goblins. Ich wäre mir da nicht so sicher. Okay, also was ich sagen wollte. Wir können also schon das erste von zwei Artefakten bekommen. Dieses Belia-Artefakt kommt ja erst viel, viel später mit der Erweiterung. Aber das Auge Enos kriegen wir, wenn wir die Expeditionstruppe im Minental gefunden haben. Und ich kann auch schon sagen, mit den Orks hat er nicht untertrieben. Da bist du ja wieder.
Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Nee, aber... Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Ja. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Aha. Was weißt du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren, aber ohne Erfolg. Das weiß doch inzwischen jeder. Der erzähle ich gar nichts mehr. Wo bist du überfallen worden? In der Nähe von Akils Hof. Geh einfach hier vorne aus dem Stadttor hinaus und folge dem Weg nach rechts. Dann kommst du nach einer Weile zu ein paar Treppenstufen. Von dort kamen die Kerle. Ich wette, die haben in dem Wald dahinter ihr Versteck. Oh, ein neuer Quest. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Weil ich bin Maya. Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Wie viel ist dir die Sache wert? Das ist eine gefährliche Sache. Naja, mir soll's recht sein. Ich zahle dir 100 Goldstücke, wenn du die Banditen besiegst. Okay. Gerade mal einen neuen Quest mitgenommen, aber die Info ist ja interessant. Haben die Paladine vielleicht irgendetwas mit den Verschwinden der Leute zu tun? Halten die die vielleicht auf ihrem Schiff oder so? Wie gesagt, ich habe das Rätsel damals nicht gelöst. Ich habe zwar irgendwas gehört, was die Lösung sein soll, aber wenn ich... hier Dings halt die Klappe, Watras. Ich habe zwar gehört, was die Lösung sein soll, aber ich konnte es damals nicht selber lösen. Und wenn ich das so höre, weiß ich auch nicht so recht, was jetzt stimmt. Aber wir gucken mal. Hey, ich habe eine Botschaft für Meister Iskaroth. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Ein Runenstein? Ich mach's. Gut, dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft Verdammt. Überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Ich nehme den Lichtzauber, ich wähle die Heilung, gib mir den Eisfall. Hier, nimm mal Heilung. Ich wähle die Heilung. Gut, dann mach dich nun auf den Weg zu Meister Iskaroth. Ich möchte dir aber noch was sagen, Patras. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Was? Hallo? Ach, Charakter. Streng doch mal deine grauen Zellen ein bisschen an. Ist ja wohl schrecklich. Stecken die Paladine vielleicht dahinter? Na, warum sollten die Leute entführen? Auf ihr, keine Ahnung, Schiff zum Beispiel oder so. Oder steckt irgendeine komische Gang im Hafenviertel dahinter, weil da verschwinden ja die ganzen... Naja, wie dem auch sei. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge mache ich mich auf den Weg zurück zum Kloster, um die beiden Botschaften zu überbringen. Einmal die von Watras, dem Wassermagier, und einmal die von Lord Hagen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.